Okay, jetzt nimmt er auf, okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Die sind nicht gut gelaunt. Ja, okay, die haben da nicht wirklich was an Nahrung. Ja, kein Lager aus in Reichweite. Das ist, glaube ich, nicht so wirklich das Problem, was du dort gerade hast. Aber hey, egal. Gut. Was aktuell ja quasi Ziel ist. Ich muss hier den hier. Also ich brauche Stahlbeton und damit ich mir den Pendlerhafen bauen kann. Also den Pendlerkai bauen kann. Und damit dann einmal hier und die Bright Sands verbinden kann. Und dann brauche ich am besten noch einen Pendlerkai in Desineres. Aber der ist noch nicht so extrem wichtig wie der in Bright Sands. Und Ditchwater ist wichtiger, die mit dem Pendlerkai zu verbinden. Nebenbei muss ich irgendwie noch versuchen, die in Anführungszeichen Probleme mit Beryl und Mary irgendwie zu verbessern. Unmöglich, unmöglich, fuck you. Wie viel brauche ich eigentlich? 1:30, gut. Das heißt, dass ich... Ja, dafür habe ich nicht genug Ingenieure, um da den nächsten zu bauen. Also, um zu bauen schon, aber für... Damit der läuft. Das ist natürlich blöd für mich. Zudem muss ich auch schauen wegen... Ein Schiff wurde zerstört. Öllager ist kein Problem, dass ich hier mal schaue. Okay, also für Ölhafen brauche ich sowieso... Okay, für beides brauche ich Stahlbeton. Das heißt, als erstes muss hier sowieso Stahlbeton her. Dieser Ort offenbart eine Reihe ungelöster Gleichungen. Bin ich... So, damit habe ich... Da noch ein bisschen mehr. So. Die sind... Soweit schon mal dann. Gut, dann baue ich jetzt am besten noch eine weitere Stahlbetonfabrik. Gut. Dann dürfte das jetzt auch noch mal etwas besser laufen. Die Frage ist jetzt ein bisschen, wie sieht's aus mit dem Stahl selber eigentlich? Okay, ja, hier muss ich natürlich auch ein bisschen schauen immer. Okay, das nimmt ab, weil ich verkaufe. Schnaps nimmt ab. Keine Ahnung wieso. Eigentlich dürfte Schnaps kein Problem sein. Egal. Gut, der hier ist auch kein Problem mehr, weil ich keine Segel mehr produziere gerade. Ziegelsteine nehmen logischerweise ab. Brot kommt. Plus 1. Stahl habe ich jetzt ausgeglichen. Aha. Kohle, Eisen, aha. Ja, Bier, Pelzmantel nimmt ein wenig ab, okay. Ah, Baumwollstoffe nimmt aktuell noch zu. Felle auch. Gut, das heißt, dass ich da dann eventuell... Oh, die haben das Symbol etwas verändert, dass der dann ein bisschen... Was hoffen, was vielleicht ange... Es empfiehlt sich, einen Helm zu tragen. Der beliefert den, dann fängt der auch an zu produzieren. Ja, dann dürfte das doch, denke ich, dann schneller werden. Ich brauche 30 für den Pendlerhafen. Und gleichzeitig muss ich hier auch mal schauen, wegen... Deshalb gehe ich lieber wieder auf normal runter. Ja, das ist
mir durchaus klar, die ganzen Sachen da. Keine Anbindung an Hafen, das ist nicht das Problem gerade. Denke ich einfach mal. Ich glaube, das war ein Haus. Dann war... Warte mal. Das möchte ich mal kurz abchecken. Dann war da... Aha. Unser Schlachtschiff versenkt. Gut. Ich war auch schon im Gefecht. Ein Schiff wurde zerstört. So. Denn hier werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit die Züge lang fahren. Deshalb habe ich den dann da mal noch so gebaut. Sehr schön. Was heißt sehr schön eigentlich, aber egal. Gut. Kanonengießerei. Fehlende Elektrizität ist gut. Ich habe da. Dafen ist ja noch nicht mal wieder vernünftig repariert. Allgemein, das Ding ist logischerweise noch nicht sonderlich schön, wegen ein bisschen Ruinen. Aber hey. Das mit den Bananen, das wird glaube ich nicht so was. Aha, Brauerei und so. Ah, das ist einfach die Straße. Was hier? Kupfer verkommen, Eisen verkommen. Aha. Ich habe hier aktuell da unten noch was noch einstehen. Da Steinkohle. Kanonen. Okay, hier wird schon mal ein bisschen dafür alles produziert. Okay, Kanonengießerei. Ich weiß nicht, über was ich mich beklagen sollte. Ja, das nimmt langsam zu, das ist schön. Ja, das wundert mich nicht, dass der da ein bisschen... hallo? Was ist hier? Okay, Auf See kann man leicht... Ja, also, Schiff wartet auf... Okay, Handel, gut. Der ist jetzt... Ah, ne, offenbar kommt zuerst der... Ja, der ist dann wahrscheinlich auch gleich wieder tot, wie immer. Aber hey, ist halt so. Gut, 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 gut. Ich brauch dann... Ach komm. Packen wir den hier schon mal auf schnell hoch. So, was genau muss ich hier machen? Ich hoffe, Sie akzeptieren mein Bescheid. Ja, nehme ich doch gerne. Das behalten wir schön für uns. Ein Schiff wurde zerstört. Ich bin... Wenigstens bin ich bei ihr schon auf 37. Gut. Das Problem ist halt auch ein bisschen, was die Produktion und so angeht. Es bringt mir ja nicht viel, jetzt Produktionsketten großartig hochzuziehen, für die ich nicht die Arbeiter dann eventuell habe. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Wie sieht's... Okay, Arbeitskleidung. Habe ich nicht genug offenbar hier. Das Leben hier ist wie eine... Dann sollte ich, denke ich, hier zumindest ein bisschen... Ich habe da Pläne für neue... Sorry, nicht jetzt. Spielstand gespeichert. Gut. Ich denke, dass ich dann... Ein Feuer ist ausgebrochen. Okay, Brett. Na toll. Ich wusste, ich hatte irgendwas vergessen. Ich hatte vergessen, dementsprechend Feuerwehren und so hier zu bauen. Ach, fuck. Komm. Ich baue jetzt da eine hin.
und hoffe, dass das da erstmal reicht. Toll. Mal wieder alles schon viel Chaos, aber hey. Sorry. Sie brauchen dringend ein Lager. Gut. So, dann das einmal. Und... Arbeitskleidung. Ein Schiff wurde zerstört. So, damit habe ich... Damit dürfte die Arbeitskleidung auch geregelt sein. Ihr Hafen wird angegriffen. Ja, fuck you. Hier wieder, toll. Ihre Insel wird angegriffen. Ich habe zumindest... Na toll, damit jetzt... Nicht doch, Schätzchen. Wer wird deshalb schon weinen? Das ist jetzt echt das Schlimmste, was mir hätte passieren können, dass der... 3, 2, 1, meins. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Jetzt habe ich ein ziemlich großes Problem wahrscheinlich. Ihre Leute halten nicht mehr lange Stand. Nicht mehr lange Stand ist gut. Die Insel ist weg. Was ziemlich für ein Arsch ist, ey. Was habe ich hier insgesamt? Okay, Baumwolle. Ein Schiff wurde zerstört. Baumwolle. Und. Bananen, Tabak, Kaffee. Toll. Ich muss jetzt erstmal nachschauen, was mir jetzt insgesamt fehlt. Das ist doch echt zum Kotzen, ey. Also, was das angeht, macht mir das auch nicht so viel Spaß gerade, das Ganze. Wegen dem Mist mit ihr. Aber dazu muss man fairerweise auch sagen, ich bin jemand, der Anno nicht wirklich auf Krieg oder Konflikt bzw. Konkurrenzkampf mit der KI spielt, sondern eigentlich sondern halt wirklich zum Aufbauen. Na toll. Die Menschen lassen sie hochleben. Kann ich nicht einfach mal. Unmöglich, unmöglich. Ey, das ist doch zum Kotzen, ey. Das brennt ja noch alles. Toll. Aha. Erntedankfesten. Die feiern schön. Ja, ist mir aber auch eigentlich. Eine Krankheit ist ausgebrochen. Gut. Gut. Baue ich als nächstes erstmal den Pendler Kai. Danach können wir weitersehen. Seit den Sextanten sein Staub. Ein guter Kapitän achtet die See. Errichtet sie. Die Epidemie wurde besiegt. Dann brauche ich jetzt noch ungefähr 25 weitere, dann. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Und dann kann ich wieder hier direkt mal anfangen, das Ganze wieder auch zu reparieren alles. Interessant, ich habe hier kein Leben auf dieser Insel. Dem muss ich dann einfach alles importieren. Gut. Ein Schiff wurde zerstört. Hallo, ruckel nicht so fies. Gut. Um Himmels Willen. Ja, sorry, aber ich konnte halt nicht viel machen, da, was das angeht. Da ist Zementmine noch. So, was sie.
Was brauche ich noch? Ich brauche Wurst und Brot. Wurst und Brot wäre für die hier auch ganz vom Vorteil. Schnaps wäre vielleicht auch noch mal ganz gut, eine weitere. Ja, ich denke, ich baue hier einmal noch mal einmal da Schnaps, dann ja, dich baue ich da mal hin. Hopp. Und hopp. Ach komm. Ehrlich, dann mache ich es so. Einige Felder könnten helfen. Ach komm. So, das schon mal. Ihr Hafen wird angegriffen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh nee, jetzt greift ja auch noch die Insel an hier jetzt. Das ist doch echt zum Kotzen, ne? Ein Schiff wurde zerstört. Das ist doch echt zum... Das ist doch echt ätzend, ey. Ey, hallo? Wieso geht er da jetzt nach unten? Schachmatt. Jetzt hängt das Spiel gerade komplett. Klasse. Also, es ist noch nicht abgeschnitten. Inseln, Ruhm. Mit etwas Geld kann man alles kaufen. Ihre Leute halten nicht mehr lange stand. Was ist? Sie warten auf deinen Eröffnungszug. Das ist ja schon zum Teil etwas sehr unmotivierend. Manchmal, also gerade diese ganze Kriegssituation ist nicht gerade motivierend für mich, muss ich ehrlicherweise zugeben. Wie sieht's aus hier jetzt mit dem Pendler Kai? Okay, 18, aha. Weltkarte, neue Welt. Okay, La Isla ist weg, schön. Also, so langsam kann ich hier den ganzen Scheiß echt aufgeben. Also, so langsam habe ich was dagegen auch absolut keine Lust mehr, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich werde mal schauen, dass ich hier noch die 500 Ingenieure bekomme. Schiff unter Beschuss. Und ansonsten. Den wollte ich eh los. Und ansonsten werde ich wahrscheinlich dann danach, wenn ich die 500 da habe, einfach das beenden. Weil, ehrlich, unter diesen Bedingungen macht es mir halt einfach keinen Spaß mehr, sowas. Das ist halt nicht das, was ich gerne spiele. Vor allem halt in solchen Situationen, wo ich halt komplett keine Vorbereitungen und sonst treffen konnte und halt auch wirklich nicht mal ansatzweise eine Chance überhaupt hatte, dagegen was machen zu können. Es ist. Wir wären dann soweit. Ja, toll. Das wird die Laune meiner Leute natürlich auch nochmal richtig schön nach unten hauen. Erwische ich Sie bei besonders guter Laune, Direktor? Kompromissloser Journalist. Spielstand gespeichert. Gut. Ich verstehe. Wenn man sein Scheitern öffentlich macht, wird man unverwundbar. So. Dann. Ja, nee, damit vielleicht. Ich glaube, die sind drei breit, dann sollte ich nicht
dort machen. Ah, ne, diese. Gut. Das ist das. Dann baue ich hier mal die Metzgerei. Und dann. Für Seife. Okay, brauche ich. Für einmal Seife brauche ich hier die dementsprechend dann. Zweimal. Ja, zwei Schweinezuchten noch. Und zwei. Von denen für eine Siederei. Gut. So. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp. Damit habe ich dann das dort einmal. Dann brauche ich hier noch eine Schweinezucht, noch eine weitere. Gut. So, damit habe ich da dann die dementsprechende Schweinezucht. Und da ist die Siederei. So, hoppala. Und dann baue ich da oben, damit das auch alles mehr oder weniger vernünftiger dann klappt, baue ich hier dann Lagerhaus hin. Und upgrade das auch direkt. Gut. Ihr habt da die 32 jetzt. Dann. Neue Befehle? Waren. Hallo? Nein. 3 sehe ich. Gut. Einmal hier rüber schiffen. Was brauche ich? Okay. Ja, passt. Kann ich hier bauen dann. Gut. Gut, 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 das passt dann. Dann sollte. Ja, dann sollte das da dann auch alles funktionieren. So, dann hätten die. Alle Achtung, ich ziehe meine. Dann hätten die das und Seife, dann brauche ich nur noch Brot dann denen machen. Tja, ist nicht jeder mit einem Silberlöffel im Mund geboren. Und dann hat sich das auch. Die Waffenruhe wurde beendet. Gut. Ich werde dann hier jetzt einfach mal. Obwohl. Ach komm. Den Pendlerkeil baue ich noch und danach beende ich dann die Folge. Aber wie gesagt, ich werde wahrscheinlich nur noch so weit spielen, bis ich hier die 500 Ingenieure habe, weil die ganze Sache mit den, dass ich alle meine Inseln verliere, die geht mir halt echt etwas sehr hart auf die Nerven. Spielstand gespeichert. Ich werde dann mal die alte Seekiste durchwühlen. Du reißt mich nur weiter hinab in die Tiefe. Okay. Damit habe ich jetzt einen Pendlerkeil. Achtung, Admiral anwesend. So, und das dürfte mir hier dann noch einiges insgesamt einfacher machen. Hier werde ich dann auch noch.
Also ich werde dann auch noch dafür sorgen, dass hier auch noch ein Pendler Kai hinkommt. Wenn ich hier dann die dementsprechenden Rohstoffe dafür dann zusammen habe. Gut. Dann beende ich hier an dem Punkt jetzt die Folge. Also, Spiel speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.